Berlin, 10. November 2023. Heute wurde das Stiftungsgesetz verabschiedet der Altparteien, die natürlich eine gesetzes- oder gar verfassungswidrige Praxis, die sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten angewendet haben, festschreiben wollen und was in Summe dazu dient, die AfD draußen zu halten aus dem Geldfluss, der mittlerweile auf 700 Millionen Euro pro Jahr sich beziffert und damit mehr als das Dreifache der normalen Parteienfinanzierung ausmacht. Der Status quo soll erhalten werden, die AfD soll draußen gehalten werden und das Ganze wird verbrämt mit ungeheurer Heuchelei. Und wir hoffen, dass das Publikum es auch ohne großartige juristische Ausführung einzuordnen weiß, was für eine Selbstbedienungsmentalität sich hier Bahn gebrochen hat bei den Altparteien. Und dass nur die AfD dem ein Ende bereiten kann.